Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zum Essen, Leute. Heute sind wir wieder bei den Adventskalender 2018. Wir werden heute Türchen 11 öffnen. Und Leute, ihr hört es ja bestimmt, meine Stimme wird immer schlechter und immer hässlicher und so. Es tut mir wirklich richtig leid, Leute. Aber ich hoffe, Leute, heute geht's einfach mal und so. Ich hoffe, in den nächsten Tagen wird's wieder einfach besser und so. Aber ich würde sagen, Leute, wir werden auf jeden Fall das nächste Türchen jetzt öffnen. Türchen 11. Und ich würde sagen, 3, 2, 1 und go. So, Leute, wir haben auf jeden Fall das nächste Türchen jetzt geöffnet. Wir werden heute die Minecraft-Map Nord-Pol spielen, Leute. Ich denke mir mal, Nordpol wird das einfach ausgesprochen. Und ich würde sagen, ich werde die Map jetzt in Minecraft-Ordner reinziehen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich in Minecraft-Ordner. Ich würde jetzt sofort auf Einzelspieler klicken und hier haben wir auch schon die Map. Ich bin wirklich gespannt, was das für eine Map ist. Ich weiß auf jeden Fall nur, es ist wieder eine Map zum Anschauen und so. Also es ist keine Map irgendwie, wo man was machen muss oder so. Es ist einfach eine Map, die wir uns wieder anschauen können und so. Und ich bin wirklich gespannt, was das für eine Map ist und wie die auch aussieht und so. Ich bin wirklich gespannt und wir spawnen gerade oder sonst wo gerade. Ah, okay. Wir waren gerade in Tannenbaum, weil wir drin, ne? Oder ist das ein Tannenbaum? Ja, genau. Perfekt. Das ist ein Tannenbaum, Leute. Ich werde mal ganz kurz Emmy hier irgendwie uns umschauen und so. Werde ich mal ganz kurz mal die Sichtweite auf 16 machen. Leute, ich würde sagen, das Video wird auf jeden Fall heute nicht lange gehen, weil ich einfach meine Stimme ein bisschen schonen möchte und so. Aber ich würde sagen, Leute, wir gucken uns auf jeden Fall ganz kurz mal die Map an und so. Ihr könnt natürlich selber euch die Map auch runterladen, wenn ihr darauf mal Bock habt und so. Und ja, erster Einblick, ist die Map wirklich richtig cool. Hier ist auf jeden Fall der Tannenbaum und so, Leute. Ich kann ja mal ganz kurz ja mal Nacht machen. Leute, ich wollte eigentlich gerade Nacht machen, aber ich weiß gar nicht mehr die Befehle, wie man Nacht macht und so. Ich weiß nur die Befehle, time set und dann day oder keine Ahnung, Leute. Aber das geht ja gar nicht auf normal und so. So, ich würde sagen, Leute, die Map gefällt mir auf jeden Fall, muss ich euch ganz, ganz ehrlich sagen. Es ist eine Weihnachtsmap, das ist ein kleines Dorf und so, hier sind so ein paar Häuser und so. Es ist halt der Nordpol, also so heißt auch die Map. Und hier sind die Coca-Cola-Trucks, das gefällt mir aber richtig geil. Richtig cool auf jeden Fall, gefällt mir auf jeden Fall. Die wurden auch richtig cool hier designt und so. Sogar hier hinten, ne? Echt geil, gefällt mir auf jeden Fall. Hier ist auf jeden Fall eine Eisschlitzbahn, richtig cool auf jeden Fall, gefällt mir. Hier sind auf jeden Fall ganz viele Geschenke und so unter den Tannenbaum. Der Tannenbaum gefällt mir auch richtig gut, Leute. Der wurde auch sehr gut beschmückt und so. Gefällt mir einfach nur richtig cool. Ist das sogar hier eingerichtet? Okay, natürlich eingerichtet mit Tieren. Richtig cool. Alles klar. Hier oben ist sogar noch ein... hier oben ist der Weihnachtsmann mit einem Schlitten, ne? Oder aber auch kein Weihnachtsmann. Okay, sorry, Leute. Okay, hier ist noch kein Weihnachtsmann. Alles klar, aber der Schlitten ist hier. Und hier muss man sitzen und hier kann man... Okay, alles klar. Kann man steuern und so. Hier sind auf jeden Fall die Rentiere. Richtig cool auf jeden Fall gemacht. Okay, jetzt gibt es gerade einen Konsconnect. Okay, alles klar. Es geht wieder. So, Leute. Was bietet die Map denn noch so? Ist das eigentlich ja alles? Weil es gefällt mir auf jeden Fall, Leute. Ihr müsst euch mal reinziehen. Das sieht echt geil aus, muss ich euch ganz ehrlich mal sagen. Ach, hier ist dann noch eine Eisenbahn. Alles klar, hier fährt sogar noch ein Zug. Das gefällt mir auf jeden Fall richtig cool. Wo kommt denn der Zug überhaupt her? Okay, aus so einem Tunnel kommt der raus. Alles klar, richtig cool. Die Waggons sind ja auch richtig cool gemacht, Leute. Gefällt mir auf jeden Fall. Haben die eine Inneneinrichtung? Ich mach mal ganz kurz mal kaputt, ich hier reinkomme. Nee, haben sie nicht, Leute. Nee, haben sie nicht. Alles klar, ist aber nicht schlimm. Gefällt mir auf jeden Fall. Ach, hier ist der Kohlewagen. Ey, das ist cool. Ah, guck mal, Leute, hier ist der Lokführer. Und der steht hier und guckt nach vorne. Gefällt mir auf jeden Fall richtig cool auf jeden Fall. Die Lok gefällt mir auf jeden Fall auch hier mit so einem Schneeschieber dran. Gefällt mir auf jeden Fall richtig cool, Leute. Hier ist ja der Bahnhof. Und ja, in dem Bahnhof sind alleine schon Geschenke. Richtig cool. Gefällt mir auf jeden Fall. Hier ist irgendwie noch so ein Hänger oder was es ist. Gefällt mir auf jeden Fall richtig cool, Leute. Leute, ich will sagen, das war's. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn ihr mehr auf jeden Fall von der Map sehen wollt, tut auf jeden Fall gerne mal die Map euch downloaden. Link dazu in der Videobeschreibung.
Ich würde gerne jetzt noch länger und so alles hier angucken und so. Aber das Problem ist, ich kann einfach nicht so gut reden und ich denke mir mal, ihr wollt auch nicht so lange meine Stimme auch so hören. Ich will sagen, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, morgen ist meine Stimme wieder ein bisschen besser. Ja, tut auf jeden Fall gerne mich abonnieren. Ich werde bestimmt jetzt in den nächsten Tagen wieder live gehen auf YouTube und so. Ich denke mir mal jetzt nicht genau heute und so, weil ich weiß jetzt nicht, Leute, ich nehme das Video einen Tag davor ja auf. Ich weiß nicht, am nächsten Tag ist, also heute, meine Stimme gleich wieder besser ist. Keine Ahnung, Leute. Ihr tut einfach die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr sofort eine Benachrichtigung, wenn ich einen Livestream machen werde. Und ja, tut auf jeden Fall auch nochmal bei Instagram vorbeischauen. Wäre richtig cool, Leute, da bin ich richtig aktiv. Jede Information gibt es dort immer so, wenn ein Video Verspätung hat oder, Leute. Tut ihr da alles erfahren und so in meinen Instagram-Stories. Und ja, tut auf jeden Fall nicht vergessen zu abonnieren auf YouTube. Tschumami, Ami bei Tränen, Hashtag Simmixumami. Und jetzt würde ich sagen, Leute, lasst gerne auf jeden Fall noch einen Kommentar da oder so, was ihr zu der Map sagen tut oder so. Und ladet euch die unbedingt mal herunter. Link dazu in der Beschreibung. Und jetzt würde ich sagen, Leute, habt einen schönen Tag. Macht's gut. Bleibt gut. Und ciao.